Sommer ist Reisezeit für viele. Aufbrechen an neue Orte, in fremde Länder oder auch dahin, wo man sich schon auskennt und freudig erwartet wird. Beides hat seinen Reiz. Der Beter des 139. Psalms spricht mir ganz aus der Seele. Nähme ich Flügel der Morgenröte, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Also ganz weit weg, ans äußerste Meer oder dahin, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen und doch geborgen in Gottes Hand. Ich habe das schon so oft im Leben erfahren. Ich breche irgendwohin auf und erlebe, dass Gott schon vor mir da ist, am neuen Ort und mich erwartet. Im Frühjahr durfte ich Teil einer Delegationsreise nach Nepal sein. Gemeinsam mit zwei Mitarbeitenden der Gosna-Mission besuchten wir Projekte, die die Gosna-Mission dort unterstützt. Nach Kathmandu zu fliegen, ist schon ein Abenteuer an sich. Aber dann noch 2 Tage, 11 Stunden mit dem Auto durch die Bergwelt zu fahren, da spürte ich es richtig körperlich, was es heißt, am äußersten Winkel der Welt zu sein. Wir erreichten das Bergkrankenhaus in Chojahari nach Einbruch der Dunkelheit. Über die Fußgängerhängebrücke konnten wir nicht, also mussten wir an einer Furt durch das Flussbett fahren. Mit Blumenketten wurden wir willkommen geheißen. Am nächsten Morgen saßen wir mit einem hochmotivierten Team von nepalischen Ärzten, Ärztinnen und Krankenschwestern im Besprechungsraum und feierten eine Morgenandacht. Gott war schon längst da. Neben den Besuchen in 2 Krankenhäusern und mehreren Projekten zur nachhaltigen und klimaangepassten Landwirtschaft war ich natürlich auch bei unserer Partnergemeinde in Kathmandu. 14 Jahre waren vergangen, seit ich das erste Mal dort war. Ich erkannte alles wieder. Ihre Baupläne für einen Neubau hatte die Gemeinde 2015 aufgegeben, als das schwere Erdbeben Nepal erschütterte. Ungefähr 30 Männer, Frauen und Kinder drängten sich im kleinen Raum auf dem Fußboden sitzend, um Gottesdienst zu feiern. Auch hier wurden wir erwartet und uns Gästen wurden gewebte Schals umgelegt. Ich fühlte mich, als sei ich zu Hause angekommen und war gerührt, als ich über einer Tür das Foto von Bergkirchen sah. Auch bei uns hängt im Gemeindehaus ein Bild aus Nepal. Darauf eine Brücke zum Dach der Welt. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Bleiben Sie behütet, wo auch immer Ihr Weg Sie hinführt.